Gesprächspartner, Sie werden ihn auf den ersten Blick erkennen, es ist Donald Trump. Ja, guten Abend nach Berlin. Wir stehen hier ungefähr 4 Blocks vom World Trade Center entfernt oder das, was davon übrig geblieben ist. Und neben mir steht Donald Trump. Donald Trump hat selber einige Gebäude in der Gegend. Ich werde ihn kurz dazu befragen. Mr. Trump, do you have any interest in the area down there that has been affected? I have a lot of property down there, but it was unfortunately affected by what happened to the World Trade Center. Ich habe eine Menge Gebäude dort unten, aber Gott sei Dank ist es von diesem Terroranschlag nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. What's your biggest fear, Mr. Trump? Well, I just went to what they call Ground Zero. I've never seen anything like it. The devastation, the human life that's been just wasted for no reason whatsoever. It is a terrible scene. It's a terrible sight. But New York is a very strong and resilient, and they'll rebuild quickly. Ich habe noch nie so eine Verwüstung gesehen. Ich habe noch nie so eine Verwüstung menschlichen Lebens gesehen, eine Verschwendung menschlichen Lebens. Aber New York wird damit fertig werden mit so einem Terroranschlag. Mr. Trump, what should be the response to this attack? How should the U.S. respond to such a devastating? Well, I think they have to respond quickly and effectively. They have to find out exactly what the cause was, who did it, and they have to go after these people because there is no other choice. And then secondarily, and much less importantly, we have to rebuild in some form that will be just as majestic as the World Trade Center. Also die USA müssen auf diese Verwüstung, auf diesen Terroranschlag so deutlich wie möglich und so schnell wie möglich antworten. Und vor allen Dingen sagt er, wir werden wieder ein Gebäude bauen, was noch majestätischer ist als das World Trade Center. Will you be involved? Will you take any efforts, any steps to reconstruct the area? Well, I have a lot of men down here right now. We have over 100 and we have about 125 coming. So we'll have a couple of hundred people down here. And they're very brave and what they're doing is amazing. And we will be involved in some form in helping to reconstruct. Ich habe ihn gefragt, wird er mithelfen, diese Gegend wieder aufzubauen? Er sagt, er hat einige hundert Leute bereits dort und es ist erstaunlich, was sie bereits geleistet haben. What kind of costs would you estimate to rebuild this area? How much money has been lost in the attack? I would say 15 to 20 billion dollars. You're talking billions and billions of dollars and it's irreparable. But I really feel that the location is such and the importance of the monument is such that we have to rebuild. And again, not necessarily in the form of the two towers, but something has to be done that's very big and very majestic. Sie sagt, ich habe ihn gefragt, wie viel wird es kosten, diese Gegend wieder aufzubauen. Er sagt, es wird Milliarden kosten, zweistellige Milliardenbeträge. Aber wir sollten es nicht so aufbauen wie das World Trade Center mit diesen beiden Türmen, sondern eine andere Form finden, etwas gleichsam Majestätisches. A lot of people ask, how is it possible that a Boeing plane would be able to destroy the, or two planes would be able to destroy the Twin Towers? Because they were constructed to withstand like a 707 attack. Well, it's tremendous power and tremendous heat, and people were willing to die, and when they're willing to die and when they're willing to become kamikazes of a sense, there's very little you can do about it. I mean, the heat and the power, actually it was amazing that the initial jolts didn't jar the building as much as people would have thought, but the tremendous amounts of fuel that was dumped on the building and 1600 degrees temperature, I guess that's probably more than anything could take, no matter what. Ich habe mich gefragt, wie kann es denn passieren, dass diese Gebäude von einem Flugzeug zerstört werden? Die Twin Towers waren gebaut worden, um auch dem Ansturm einer Boeing zu widerstehen. Er sagt, es ist die unglaubliche Hitze, die sich entwickelt hat, die Aufschlagkraft, das Benzin, was diese Gebäude zu Fall gebracht hat. Man kann gegen solche Dinge nichts tun. When do you think we will be start to rebuild? Well, I would hope it would really be very quickly. A lot of great genius people in the city, and I think that within a shorter period of time than first we have to get rid of what's there, and we have to save as many lives as possible, if that is possible. Today they found 5 people under the rubble, which is amazing, alive. But after that process takes place, I think they can start thinking about rebuilding, absolutely. Ich habe ihn gefragt, wann werden die Wiederaufbauarbeiten beginnen? Er sagt, wir müssen erst natürlich das Leben retten und diese ganzen Aufräumarbeiten vonstatten bringen und dann gleich beginnen, wieder aufzubauen. Vielen Dank, Mr. Trump. Danke. Thanks for. Danke. Ja, danke. Ja, soweit Stefan Bachenmeier. Wir haben das eben in dem Gespräch gehört und das hörte man auch schon in den vergangenen 2 Tagen immer wieder. Man will die Stadt neu aufbauen, aber letztendlich ist es doch ein Trauma. Meinen Sie, dass dieses Trauma in nächster Zeit überwunden werden kann?